Hallo, hier ist der Feiernde Boy mit der Minecraft Mod Review. Und das ist der Statuen Mod. In diesem Mod kann man hauptsächlich so Statuen aus allen verschiedenen Materialien, von verschiedenen Spielern, von allem erschaffen. Erstmal lasst uns hier so die Crafting-Rezepte durchgehen. Hier drüben. Also erstmal ist das Wichtigste, sich so ein Hammer zu machen. Ging doch nochmal so mal. Ja, genau so kann man sich dann einen Hammer machen. Mit diesem Hammer kann man sich dann so Skulpturen gestalten. So. Also da müsst ihr, also wenn ich jetzt mal irgendeinen Namen ohne Sinn eingebe. Dann ist es der normale Skin, seht ihr, normalen Augen und so. Aber wenn ich jetzt einen konkreten Namen eingebe, dann ist die schon gemacht. Man kann auch auf Window Mice klicken, dann kommen Enemy-Skulpturen. Hier kann man auch die Arme der Figur und sowas bewegen. Wenn man auf Sculpt drückt, dann kann man so, aber man kann natürlich nicht nur Statuen von sich selbst machen. Was ja natürlich ganz logisch ist. Man kann sich auch Statuen von anderen machen. Also auf diesen Namen bin ich auf einmal Enemy-Nemu, als ich mal bei Statuen ausprobierte. Ich weiß gar nicht, wie es sein konnte, dass wir uns so ähnlich genannt haben. Ich weiß gar nicht, ob Minecraft ein Programm dagegen hat, dass man sich total ähnlich nennt. Da ist nur ein Buchstabenunterschied von meinem Namen. Hallo? Ach, naja. Es gibt vor allen Dingen auch, also eine Sache, die leuchtet mir in diesem Mod einfach nicht ein, wofür man eine Palette braucht. Die ist nämlich im Mod enthalten, aber sie hat gar keinen Gebrauchen. Und trotzdem steht sie unter Werkzeuge. So, mal. Also das hier kommt jetzt nicht eine Palette raus, weil das muss genau in dieser Reihenfolge sein. Rosenrot, Kaktusgrün, Lapis Lazuli und Eichenholzbretter. Man kommt so eine Palette, aber wenn ich jetzt auf eine Statue damit drauf drücke, passiert das hier, aber wenn ich ohne das hier drauf drücke, passiert dasselbe. Aber wenn ich es auch im Kreativmodus drücke, kommt dasselbe. Das ist ja gerade das Sache. Und das ist ein komischer Teil aus dem Mod. Aber eine coole Sache ist, man kann Materialien von allem erschaffen. Ich gebe jetzt mal mir zum Beispiel eine Glasstatue. So. Und jetzt hier so. So, und jetzt drücke ich auf Sculpt. Eine Glasstatue. Wie schön. Wie schön. Das ist ja so wunderschön. Ich glaube aber, man kann quasi aus jedem Materialien. Eine Sache, die habe ich nur noch gar nicht rausprobiert, und man auch aus Materialien aus anderen Mods die Statuen machen kann. Das wäre natürlich ultra geil. Dann könnte man, so einen Mod zu verwenden, könnte man Statuen. Wirklich, man kann auch aus so einem anderen Mod eine Statuen machen, aus so Steinen. Das ist natürlich ultra geil. Und, also, eine Sache ist, die ist wunderlich bei den Redstone-Lampen-Statuen. Ich erschaffe jetzt hier eine Redstone-Lampe-Statue. Man kann auf jeden Fall aus allem erschaffen, außer aus halben Blöcken und solchen Dings. Kann man nicht erschaffen. Ich gebe es mal so ziemlich hier so in die Mitte. So. Wenn man das so macht, und ich nehme mir jetzt hier Redstone, so, und das dann, also eine Redstone-Block-Statue, die gibt normalerweise Energie. Sculpt. Wenn ich jetzt hier direkt daneben, dann sieht ihr das Redstone an. Aber die Statue geht irgendwie nicht an. Aber das Komische ist, dass wenn man eine Statue macht, wenn Redstone schon dran verbunden ist, dann leuchtet sie. So, also kann man wieder Leuchtstatuen oder Nicht-Leuchtstatuen so erstellen.
Man kann aus allem Statuen erstellen. Sogar vielleicht auf Wer aus einer Werkbank. Weiß ich gar nicht. Wäre natürlich cool. Eine Werkbankstatue. Nee, kann man nicht. Naja, das wäre auch zu schön gewesen, eine Werkbankstatue. Aber mit solchen Sachen wie, also solche Items, die man dann so hinstellt, die keine richtigen Blöcke sind, geht es leider nicht. Man kann auf allem Sachen erstellen. Eine Sache, die habe ich euch, die vergesse ich beinahe euch zu steigen, was natürlich nicht sein darf. Ich nehme mal hier so eine hübsche Glaspuppe. Ich mach sie von mir. Irgendwie einfach hier so mal in den Menü gemacht. Und jetzt, wenn ihr dann so drauf mit Rechtsklick draufklickt, das ist das Komische. Und auch wenn es gar nichts ist, wird es trotzdem angewählt, nur wird dann nicht gezeigt. Aber das Komischste, wenn man jetzt hier sowas reingibt, kann man leider irgendwie nicht, wenn das dann da so ist. Aber also ich nehme das jetzt mal hier raus. Dann wird das da auch als eine Hose angezeigt. Also wenn einer mal sowas wie ein Diamant, also wenn ein Diamanthelm, aber kein Diamantbrustband, sagt kann auch dann schaut das da nehmen. Man kann natürlich auch, also kann noch zwei Schwerter in die Hand halten. Kann sie auch so verformen, wie er will. Die Richtung. Das ist natürlich jetzt ein sehr cooles. Ich finde den Mod einfach super cool, weil man kann von jedem kann man eine Statue erstellen. Von jedem. Kann also von einfach jedem. Jedem kann man eine Statue erstellen. Man kann sich. Also. Man kann sich einfach von jedem. Also von allem. Man kann sich von jedem Typen, den man verehrt, den man mag, den man liebt, in Minecraft eine Statue erzählen. Also erstellen. Was sagt man von erzählen? Das ist eben. Also, habe ich was vergessen zu sagen? Nee, man kann einfach von allem Statuen machen. Man kann von allen Sorten so Statuen erstellen. Und das ist natürlich einfach ein super Mod, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte Like. Und naja, das war dann die Mod-Review. Aber, also auch so Sachen aus, dass da nicht daraus ist, sind wahrscheinlich so spezielle Sachen daraus. Sind dann wahrscheinlich so schwierig oder so Sachen, auf die man draufklickt. Das Beste, man kann sich jetzt eine TNT-Statue. Falls ich nur nicht noch nicht weiß, ob man die TNT-Statue auch zünden kann. Ich gebe den meiner TNT-Statue einen TNT-Block in die Hand. Dann kann man natürlich auch Blöcke in die Hand nehmen. Aber sagen wir jetzt, das hier war ein großer Ersteller von Sachen. Er war der Größte. Das ist einfach so super, dass man so, also, man kann Geschichte, Sachen da so darstellen. Aber das, also ich werde jetzt mal versuchen, ob man ihn wirklich anzünden kann. Wenn nicht, dann könnte man ihn wahrscheinlich, dann auch nicht, also, nee, man kann ihn nicht anzünden. Das wäre aber auch zu schön gewesen. Aber naja, ich weiß nur noch nicht probiert. Man kann aber auch eine Kolbenstatue machen. Lasst euch das schon mal versichert sein. Man kann sich eine Kolbenstatue machen. So. Eine Kolbenstatue sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen. Aber ich weiß jetzt nicht auch, wenn das auch funktioniert. Wenn ich. Also ich nehme das hier jetzt so und nehme dann. Also hier ist dann das Redstone. Gebe ich Redstone. Hier, so. Ist ja gerade die Sache. Ich weiß nicht, wo man auch mit angemachten Blöcken Skulpturen erschaffen kann. Nee, geht einfach nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber naja. Wenn ihr gute Statuenersteller seid, dann hat die sich eine Armee von Statuen. Und das war eine Mod-Review, also Statuen-Mod von The Fire and the Boy.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Ich mir zwar auch egal, ob ihr einen Daumen hoch gibt, aber ciao.